Schick. Das war flott. Ohne Zwischenfälle. Dann würde ich mal sagen, schließen wir mal unsere Quest ab. Leute, guck mal, ich bin wieder da und ich habe das Auge des Drachen gefunden. Voll cool, voll cool. Und wir haben den Nasgreen, der vorausrennt. So. Hallo. Ich bin wieder da. Seit langem, nach langer Zeit, bin ich wieder mal im Lande. Ich habe gerade auf die Uhr geschaut und dachte mir so, es kann doch noch nicht 7 Uhr morgens sein. Weil ich habe angefangen aufzunehmen um 10:30 ungefähr. Hallo Orakel, guck mal, was ich mitgebracht habe. Bin voll cool. Seid gegrüßt. Wie kann ich euch behilflich sein? Dann halt mit dem. Doria. Nun gelaufen. Wir haben wahrhaft alle drei Aufgaben der Drachenqueste gelöst. Lasst uns vor die Stimme des Orakels treten, auf dass ihr den Schild des Fendral in Empfang nehmen könnt. Ja, nun gut, ich bin bereit, Ehrwürdiger. Nein, das war unmotiviert. Na gut, nun gut, ich bin bereit, Ehrwürdiger. Mit sicherem Fuße bist du tapfer jeden Schicksalsschritt gegangen und hast dich somit als würdig erwiesen. Dein soll sein der Schild der Flammen, einst getragen vom ersten Streiter der Drachenqueste. Er soll dir Schutz und Trutz vor Fairness, scharfer Kralle und glühendem Feuer sein. Unrag Garum, Unrag Ignir. Die Prüfungen liegen hinter dir. Du hast den Wirrengeist gerettet, das Schlangenbuch gefunden und in das Auge des Drachen geblickt. Das letzte Geheimnis kann nun von dir ergründet werden. Das Auge wird dich leiten. Das Buch die Erkenntnis bringen und der Geist alle Hoffnung tragen. Der Schild aber sei dein Licht der Erkenntnis, das dunkle Herz aus der Finsternis zu tragen. Suche es, finde es. Es ist das größte Geheimnis, noch nie errungen von einem Streiter vor dir. Finde das adamantene Herz. Unrag Garum, Unrag Ignir. Die letzte Aufgabe des Orakels erwartet euch. Yay! Und ganz viele haben Stufe 10 erreicht. Das Schild des Fendrals. Es ist mir eine Ehre. Schildträger, benötigt ihr noch etwas auf eurem Weg? Könntet ihr mir auch dieses Mal eure Gedanken zu der Deutung der Stimme des Orakels mitteilen? Oh, das Orakel sprach davon, dass sich euer Weg, euer Schicksal durch das Auge des Drachen öffnen wird. Dem Buch der Schlange zufolge braucht ihr einen starken Magier, um durch das Auge sehen zu können. Ihr solltet mit Dracorium reden. Soweit ich weiß, wollte er euch in eurem Haus am Preisplatz besuchen. Hab Dank für alles. Ich werde nur auf meinem Weg sein. Erstmal. Oh. Auge des Drachen. Kann auf dem Hauptcharakter benutzt werden. Inventar voll. Blöd. Gucken. Was brauchen wir nicht? Ein Grünmondblatt, komm. Wollen wir nicht geizen. So. Schick, schick. Alle haben ihr Inventar voll. Ah, so. Jetzt ist er komplett in Gold gehüllt, der Kerl. Fehlt noch so ein schicker Helm. So. Alter, das hat sogar einen Flammeneffekt, der durch das Schild durchgeht. Und durch ihn auch. Sehr geil. Was wir jetzt auch immer machen, ist glaube ich, mit Sicherheit der richtige Weg, wenn wir jetzt zu Rakorium gehen. Einfach mit dem Kerl reden.
Der ist wahrscheinlich total zerstreut, aber ey, dieses Feuer wird mich ablenken. Ich sehe es jetzt schon kommen. Das Feuer wird mich einfach nur ablenken beim Spielen und kommentieren und sowas. Feuer, Feuer, Flammeffekt. Partikel, Partikel. Hallo, Laurelin. Den Laurelin trifft man übrigens nochmal. Im Teil 2. Den wir ja auch irgendwann spielen werden. Aber nicht demnächst, sondern irgendwann. Hallöchen. Gute Städterin, hallo. Städter, hallo. Städter, hallo. Als weiter. Haben wir nichts zu verlieren. Tja. Mir fällt jetzt auch gerade nichts Sinnvolles ein, was ich jetzt hier erzählen könnte. Das ist blöd. Ich bin gerade in Gedanken voll bei dem Flammeneffekt. Nein, eigentlich nicht mal. Egal, gehen wir mal in das Haus rein. Die Hood. Die Hood. In Ardos Anwesen, das jetzt eigentlich umbenannt werden sollte in mein Anwesen. Mein Anwesen. Mit meinen chilligen Leuten drin, die alle chillig sind. Außer diese eine da. Virovosch. Hallo. Was geht ab? Also, ich für meinen Teil denke. Ihr, wie schön. Habt ihr den alten Trall da erweichen können? Wenn ja, müsst ihr mir unbedingt zum Besten geben, wie ihr das angestellt habt. Ja, 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 ja. Ich komme gerade vom Tempel der Hesinde. Das Orakel öffnete mir, dass sich durch das Auge des Drachen mein weiteres Schicksal offenbaren wird. Doch weiß ich nicht, wie man seine Kräfte entfesselt. Hochwürden Dorian erwähnte euch als großen Magier im Besitz des Wissens um die Benutzung dieses mächtigen Artefaktes. Gewiss doch, ja. Lass mich es doch einmal in Augenschein nehmen. Hier habt ihr es. Was seht ihr, großer Rakorium? Ich sehe... Berge. Berge, in denen der Götterschmied die Waffen für den großen Kampf aus Essen, aus der Esse schöpft. Ich dachte, ich wollte gerade wissen, was aus Essen. Tief im Berg, wo gepeinigte Seelen auf ihre Erlösung warten, wartet das, was mein, ich meine, euer Herz begehrt. Warum weiß ich, dass der Kerl am Ende böse wird? Was hat das alles zu bedeuten, oh weiser, großer weiser Zauberer? Gandalf. Euer Weg führt euch nach Murolosh, mein Freund, die Hauptstadt der Zwerge, weit im Amboss-Gebirge. Doch ist der Zugang nach Murolosh nicht gerade jedem Landstreicher erlaubt. Nur auf Geheiß des Zwergenkönigs Aromboloch kann ich euch, Zugang zuteilwürden. Am besten ihr fragt Graf Grovin, er kann euch sicherlich besseren Rat geben, wie ihr nach Murolosh gelangen könnt. So, und jetzt, entschuldigt bitte, ich muss mich wieder an meine Forschung, widmen. Ich wollte Questlog anschauen. Geschlossen! Haben wir geschlossen? Das Auge des Drachen. Sprich mit Graf Grovin, so. Ich würde aber ehrlich gesagt sagen, bevor wir jetzt hier mit irgendwem reden, will ich nochmal hier rumrennen und sowieso mal meine Sachen erstmal verkaufen. Das ist ja... Das Scheiß braucht kein Mensch. Das ist echt nicht normal, also wie viele Sachen ich einfach da mit mir rumschleppe. Entschuldigung, mein Mund wird ein bisschen klebrig. Ich muss mal kurz ein Schlückchen trinken, Sekunde. So. Entschuldigung. Das Feuer ist irgendwie so schnell, so intensiv. So, du verkaufst Bier, ich verkaufe dir jetzt mal Waffen. Helles Verdocker, frisch vom Fass. Ah nee, ich... Ich muss ja auch zu einem Händler gehen, wo man... Ja, ja. Kann man die Sachen nicht verkaufen? Tatsächlich. Oder? Hä? Doch. Komisch. Langbogen.
So ein Scheiß. Entschuldigung. Mhm. Edelsteine. Wissen wir, wofür die gut sind. So viel Zeug dabei. Raumpulver brauche ich jetzt mal nicht. Pfeilspitzen brauche ich auch nicht. Ich habe so viele Pfeile. Einbeeren behalte ich mal. Ja, doch gar kein Mensch. Ups, das habe ich gerade verkauft. Jetzt ganz unten. Kettenhemd, warte, trocken, das behalte ich mal. Ist ja meins. Hm. Ulmenholz. Ja, dieses Elixierzeug, das ist krass. Wurfball brauche ich nicht. Jetzt ist, glaube ich, der Händler voll. Nee, ist nicht. Komisch. Bronzene Schultern brauche ich nicht. Tret. Ja, frische Kräuter sowie Schwerter, bronzene Schultern, also ein Zeug. Kultistendolch, Stinkfalle, ja, brauche ich nicht. Waffenbalsam. Fleischstein. Hier, das ist ein Schwachsinn. So ein Schwachsinn aber auch. 93 mal Stahl. Hallo? Da kannst du Panzer mitbauen. Dann brauchst du kein komisches Mausefallen. Bärenfalle. Bolzenspitzen. Rahmenschneider. Ist egal, kann alles weg. Frisst alles nur unnütz Platz. Nee, die Axt muss ich behalten. Das behalte ich jetzt mal. Das Holzschild kann weg. Beinchen, Streitkolben. Fellfetzen sowieso. Bolz brauche ich auch nicht. Ich fange auch mit jedem Mal neu an zu handeln, das Scheibenkleister. So. Goldkette brauche ich nicht, Florett nicht. Parfum. Na, das behalten wir mal lieber. Pfeife. So übertrieben einfach. Wie viel Scheiß ich hier habe. Giftzahn. So viel Giftzähne braucht kein Mensch. Magierrapier brauche ich eigentlich auch nicht. Was habe ich denn da unten nochmal verkauft gehabt? Breitschwert, na dann. So. Schleifstein. Nüsse. Seidendrüse. Bärenfell. Fellfetzen. Hallo, was der schon wieder mit sich rumschleppt. So viel Zeug, so viel Bullshit. Wofür braucht er denn bitte sowas? Also ganz ernsthaft. Wofür hat der gerade eben hier dieses die Zinnfigur gebraucht? Den Kompositbogen behalte ich jetzt mal. Eibenholz soll ich mir wiederholen. So. Was hat er denn für einen Bogen? Ein W40. Ich glaube, er ist ganz gut. Naja. Wie schaut's aus mit einer Handvoll Dukaten? Können wir da was machen, oder... In der Taverne sollen Trolle sein. Was? Das glaube ich nicht. Komm, lass uns nachschauen. Lass mal reingehen. Und wenn wirklich Trolle drin sind? Scheiß Schisser.